Hose Leute und willkommen bei einem neuen Part von Illusion of Time mit mir Level 4. So, ich bin jetzt hier wieder als Will, was auch jetzt endlich richtig ist. Und, ja, wir kommen hier dann gleich weiter. Kann ich eigentlich hier stehen bleiben, weil, Achtung, hier links geht er ganz runter und hier rechts, nee, es tut weh. Alles klar, dann muss ich eigentlich jetzt von hier aus gleich starten. Aber erst hier rüber und... Und los. Leck mich doch am Arsch. Nein, das ist ja voll mies. Hallo, hallo. Oh nein, Glitch. Glitch. Oh Gott, das war gefährlich. So. Na toll. Egal. Schnell durch. Na toll. Nervig. So, lass mich durch. So, Achtung, wenn ich durch. Wer ist jetzt hier? Also hier rechts geht's weiter. Aber. Jetzt kommt's wieder. What the fuck? Nein, ist nicht wahr. So. Jack hat sich erhöht. Gut, dass ich halt meinen Superattacke genommen habe. Und ich jetzt auch wieder. Manchmal ist die echt ganz lustig. So. Rotes Juwel gefunden. Alles wunderprächtig. Jetzt fehlt uns nur noch ein Juwel. Und dann, Leute. Dann haben wir fast alle Juwelen. Das ist quasi das nächste, was wir bekommen, ist das vorletzte und dann haben wir 100%. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht geil? Ich werde zum ersten Mal das Spiel mit 100% schaffen. Ich freue mich echt gerade ein wenig riesig. So. Oh, das ist nicht gut. Ach, Quatsch, hier, ja, ich kann hier stehen bleiben. Passiert mir nichts. Jetzt durch. Weil ich damit viel, viel schneller bin. Okay, stehen bleiben. Was? Wieso habe ich gerade Schaden genommen? Okay, hier runter, hier runter, hier runter. Hörst du auf zu schaukeln? Hörst du auf zu schaukeln? Okay. Kurz aufladen und jetzt los. Na toll, na toll, na toll, na toll. Ist das ein Kack? Komm her, kommst du her? Ja, sehr schön. Du nimmst bereits eine Riesenarbeit ab. Trotzdem muss ich erstmal wieder wedeln. So, und die Tür habe ich dann noch erledigt. Sehr schön. Gibt es hier noch irgendwo einen Gegner? Fuck. Das ist natürlich jetzt wieder schlecht. Ganz rechts ist noch irgendwo einer. Nein! Okay, oh, bleib stehen. Okay, da oben muss der rechts irgendwo sein. Dann soll ich wieder hochwedeln. Ah, nur wegen dieses einen blöden Gegner wieder. Die einfach nur Zeit kosten. Was? Was? Willst du mich verarschen? Also, da finde ich jetzt mal richtig kacke. Ich komme nicht mal richtig hoch. Nein, dummer. Ach. Dummer Zeitpunkt zum Wedeln genutzt. So, jetzt. Hoch jetzt. Alter, willst du mich noch ver. Okay, ganz ruhig, Markus. Ganz, ganz ruhig. Ich werde gleich ganz viel Leben verlieren. Aber es ist eigentlich nicht schlimm. Weil ich hauptsächlich Zeit verliere. Alter, nein. So, jetzt hoch dann. Und jetzt nicht zu. Ganz ruhig, Markus. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Jetzt nicht zu weit. Bleib einfach da stehen. Nein. Alter. Leck mich. Da. Ja, da oben sind die Scheißgegner. Okay. Okay. Ganz, ganz ruhig. Ganz ruhig, Markus. Nicht durchdrehen. Nicht durchdrehen. Erstmal gehen wir nach rechts. Stopp, stopp, stopp. Jetzt nutze ich diesen Schwung und hoffentlich lande ich da mitten gleich in der Mitte. Also hier, da, da, nein, da, nein, nein! Dieses Spiel regt mich langsam, aber sicher etwas auf. Meine Güte, kann es denn so schwer sein, an der einen Stelle stehen zu bleiben und nicht zu weit zu laufen? Nein! Alter, so jetzt noch einmal. Wenn es jetzt nicht klappt, bleib doch! Okay, bleib da einfach, alles ist in Ordnung. Lass dich nicht unterschubsen, weil sonst bringe ich dich um. Stopp, bleib genau da stehen. Bleib genau, Alter. Lass dich doch nicht von solchen Gegnern trollen. Wer lässt sich von solchen Gegnern trollen? Alter, jetzt habe ich schon so viele Leben verloren. Ich muss jetzt extrem aufpassen.
So, ich muss erstmal wieder warten, bis das Timing wieder stimmt. So, jetzt. Gott sei Dank sind die tot. Okay. Ja, wissen wir. Weiter geht's. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Ich habe die Gegner besiegt. Und ich bin jetzt auch am Ende dieses Bereichs, weil da oben die Standtafel ist. Meine Güte. Hier ist wieder der Typ, der einen wichst und gerade abspritzt. Gut, haben wir. Was für ein Abfuck in dieser scheiß Pyramide. Ich hasse es. Es ist der schlimmste Dungeon in diesem Spiel. Und ich bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Ich habe eigentlich vor, heute, also in dieser Session, das Spiel durchzuspielen. Und dann, wie gesagt, folgt nach Illusion of Time Mad World. Freue ich mich tierisch drauf. Es ist ein Blind Let's Play und es wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr geil, weil es auch, ja, spieltechnisch sehr an ja, ist nochmal so schön. Ja. No More Heroes 1 und 2 ähnlich ist. Und wer No More Heroes 1 und 2 von mir kennt, das waren so ziemlich die geilsten beiden Projekte von mir, die ich jemals hatte. Zumindest was Fun und Abgedrehtheit und ja, das hat mir eigentlich schon als am meisten Spaß gemacht von allen Let's Plays, die ich so bisher gemacht habe. Ja, komm her. So, fertig, fertig, fertig. Schon klar, speichern wir auch noch gerade ein bisschen ab und hauen ab. So, jetzt muss ich trotzdem gerade nochmal gucken, was das letzte Juwel anbelangt. Okay, okay. Ich glaube, ich muss zuerst als Shadow in den nächsten Raum rein, um das Juwel zu bekommen. Und dann komme ich nicht mehr zurück. What the fuck? Ach doch, okay. Alles klar, alles ist richtig, alles hat seine Ordnung. Den nächsten Raum muss ich als Shadow betreten. Den erstmal ein bisschen durchrocken und dann den Raum später als Freedom machen. Und dann sind wir kurz vor Fertigstellung. Da fehlt nicht mehr viel. Und dann haben wir diesen Dungeon auch schon fast geschafft. So, dass wir noch 10 Minuten für diesen Part haben. Aber ich glaube, die Standtafel kriegen wir noch. Alter, fick dich. Okay. Wo bin ich jetzt langsam? Gibt es hier noch Gegner? Nein. Aber hier bestimmt. Ah, drüben. Drüben auf jeden Fall. Okay, und jetzt heißt es hier wieder runtersickern. Weil wir sonst erstmal nicht weiterkommen. Und dann direkt in den Gegnern. Super! Das ist toll. Das ist sehr fair vom Spiel. Da haben die Designer mal wieder nicht richtig nachgedacht. Aber wie gesagt, die Designer haben sich hier quasi erstmal ein bisschen ausgetobt, hier ein bisschen Erfahrung sammeln können, bevor sie dann tatsächlich mit Terranigma eines der geilsten Spiele aller Zeiten abgelegt haben. Terranigma ist echt geil, Leute. Terranigma ist so super. Wer es nicht gespielt hat, der hat die Welt nicht gespielt. Was? Auf jeden Fall hat er was verpasst. So. Oh, was? Scheiß. Scheiß unsichtbare Gegner. Okay. Ich gehe gerade noch hier runter. Wenn, falls hier Gegner sein sollten. Ich vermute mal ja. Weil wo sind dann mal nicht irgendwo Gegner? Ja, ist auf der anderen Seite. Okay. Aber das nächste Juwel gibt es natürlich hier. Und damit wäre das letzte Juwel aus diesem Dungeon geholt. Und wir... Ja, ich schaffe zum ersten Mal in diesem Spiel 100%, Leute. Zum ersten Mal werde ich... nein. Zum ersten Mal werde ich in diesem Spiel den Geheimlevel betreten und den Boss antreten. Natürlich habe ich den Boss schon mal in dem Video gesehen, aber ich habe ihn noch nie selbst gemacht. Das ist für mich eine Premiere. Und so viel ich noch weiß, ist dieser Boss schwer? Fragezeichen. Einer hatte mal gesagt, der wäre ziemlich leicht.
Und einer hat gesagt, der wird ziemlich schwer. Kein Ahnung, wem ich trauen kann. Ich vertraue aber eher dem Schweren. Damit ich den Gegner unterschätzen kann. So, das ist meine Taktik. Überschätzen, damit ich unterschätze. Das ist immer gut. Das solltet ihr vielleicht euch auch irgendwie aneignen, damit ihr es mal leichter im Leben habt. Überschätzt schwere Sachen, damit ihr sie unterschätzen könnt. Das gibt Erleichterung und sowas. Ja, bei mir lernt er vom Leben. Ist das nicht toll? Ja, nee, Schwachsinn, ich rede mit der blöden Kram, die keiner interessiert. Egal! So. Also, ne, hier, da. Kommen wir nicht rüber als Frieden. Und Achtung, wir haben doch noch eine Technik. Also die Technik, die wir mit Frieden gelernt haben, hat doch noch einen Sinn. Ich sollte sie nur einsetzen. So. Ja? Ah. Hat nur etwas gedauert. Okay. Kurz gucken, ob hier irgendwelche Gegner sind. Stopp. Da. Nein, hier gibt es keine mehr. Hier vielleicht. Die könnten hier überall sein. Das Spiel trollt mich ja manchmal sehr. Und die Fliege, die hier gerade ist, die trollt mich auch ganz gerne. Ich hasse Fliegen, Leute. Ich hasse Fliegen. Ich würde es am liebsten lünchen, wenn sie einen Hals hätten, die scheiß Viecher. Aber, na gut. Normalerweise bin ich immer relativ effektiv im Fliegentöten, aber diese Fliege, die hat Reflexe wie ein junger Gepard. Es ist unglaublich. So, und hier ist... Ihr habt's gewusst, diese scheiß Fixviecher. So, aber jetzt gibt's wenigstens eine Lebenserweiterung. Und ein halbes Leben fehlt noch, damit wir die volle Lebenspunktzahl haben. Dish is tall. So. Und jetzt muss ich mal wieder kurz gucken. Alles klar, das ist jetzt ein Raum zum Durchlaufen, deren Schwierigkeit nur in den Gegnern liegt, anscheinend. Okay. Und hier geht's gleich wieder. Ja. Also dieser Raum wird jetzt kein Rätsel mehr haben, so auf eine Art und Weise. So, gehst du weg. Und ich kann mich natürlich auch vertun, dass ich mich vielleicht nochmal als Shadow hier verkleiden muss, um voranzukommen. So, ich geh jetzt mal hier runter. Um zu gucken, ob ich hier richtig stehe. Ja, also die Viecher kann man am leichtesten mit Freedom besiegen, wie man sieht. Und die Dinger, keine Ahnung. Also ich habe mir die Mumien doch etwas schwerer in Erinnerung gehabt. In Erinnerung. Scheiß Wort, wenn man das mal aussprechen möchte. Was? Ja. Die scheiß Trollviecher, ich hasse sie. Okay. Da oben war noch eins, ich hab's verpasst. Ist direkt über mir. Aha, da muss ich also doch mit Shadow ran. Und Shadow, ich hoffe, ich kann mich hier gleich noch verwandeln. Ansonsten darf ich mich nämlich gleich nochmal... Das ist nicht euer scheiß Ernst. Das Spiel ist doch ein Arschloch. Ich muss tatsächlich gleich nochmal zurück zum Anfang, weil es sonst nicht weitergeht. Ich muss mich gleich extra nochmal in Shadow verwandeln und darf den ganzen Weg, den ich eben gegangen bin, nochmal gehen. Das Spiel ist doch ein riesen Arschloch. Ist mal ohne Mist, oder? Es ist doch echt nicht wahr. Denn ich sehe jetzt im Spielerberater nämlich jetzt keine Verwandlungsstation. Das Spiel kann so kacke sein. Jetzt mal ernsthaft. Sowas muss doch echt nicht sein. Hoffentlich vertue ich mich gerade. Vertue ich mich? Vertue ich mich? Ich vertue mich zum Glück. Gott sei Dank. Aber das war dann doch eben... Nee, hat alles eine Richtigkeit. Alles ist richtig. Alles ist in Ordnung. Ich habe mich vertan mit der Karte. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. So, den letzten Raum müssen wir mit Shadow machen und dann haben wir die Pyramide fast hinter uns. Ja, ja, ich habe die Hieroglyphentafel gefunden. Dann ist es auch in Ordnung. So, Leute. Eintreten. Nicht die Tür. Nicht die Fresse von unserem besten Kumpel. Nein, wir treten das Portal ein. Und setzen jetzt die Eule ein. Wo ich da doch kurz mal überlegen bin, ob es doch falsch ist, wie ich es hier drin habe. Ich muss kurz mal nachgucken. Vogel, L,
Nee, jetzt kommt die Eule. Alles hat seine Richtigkeit. Alter. Nein. Aber wo wir gerade hier sind, kann ich direkt mal das Juwel wegschicken. So, natürlich kommt es jetzt in die fünfte von links. Leute, nun kommt die letzte Steintafel, die wir aber nicht mehr in diesem Part schaffen werden. Aber zumindest werden wir auf dem Weg noch einen Teil dieses Parts noch was. Diese Satzstellung macht überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall werden wir auf dem Weg dahin. Nein. In diesem Part werden wir noch einen Teil des Weges dorthin machen. So. Das passt noch. Die Ersatzstellung war nie so meine Riesenstärke. Obwohl das ja eigentlich Schwachsinn. Eigentlich bin ich mal gar nicht so schlecht in Deutsch. Ich hätte eigentlich immer ganz gute Noten in Deutsch gehabt. Wo komme ich denn jetzt raus? Da unten? Ja, Gott sei Dank. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was da für Gefahren auf mich lauern. Deswegen mache ich mich einfach nur provisorisch nochmal voll mit den Herzen. Was das wieder fast ein bisschen zu viel Zeit kostet. Aber das muss jetzt gerade noch sein. Ich klaue euch die Zeit weg wie sonst was. Aber das, damit müsst ihr irgendwie leben. Okay. Blatsch. Das sieht so dämlich aus. Also es sieht einfach unfreiwillig komisch aus. Es soll cool aussehen, aber es sieht unfreiwillig komisch aus, dass du aus sonniger Höhe total zerplatscht. So. Gab es eigentlich im letzten Raum, habe ich da die Dingsbums bekommen? Die Erweiterung? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wenn nicht, habe ich natürlich ein Problem. Ich glaube, ich habe nichts bekommen, oder? Scheiße, ich glaube, ich gucke euch offscreen nochmal nach, Leute. Ja, das ist dämlich. Falls ja, dann sehen wir es gleich im nächsten Part, wo ich was vergessen habe. So, Achtung! Jetzt haben wir natürlich hier ein kleines tolles Rätsel. Seht ihr hier diese Sarkophageingänge? Da ist alles schwarz, da auch, aber hier, da ist quasi eine Treppe drin. Tja, wer hättet gedacht? Warum kann ich mich hier durchwuseln? Das macht für mich erstmal noch wenig Sinn, dass ich das kann. Alter, diese scheiß Geister regen mich auf. Da kam nicht nichts raus. Von mir aus. Aber gehen wir erstmal weiter, bevor wir oben reinsteigen. Weil ich möchte natürlich erstmal alle Gegner beseitigen. Da kann ich auch runter. Okay. Aber gehen wir erst da oben rein. Und wo kommen wir raus? Das sieht mir ziemlich richtig aus. Oh! Ach, diese... War es das? Ja. Ja. Das sind solche dämlichen Gegner, die sich so verstecken. Kurz mal gucken, wie viele Gegner es hier noch in diesem Raum gibt. Noch 3 Stück. Okay. Gibt es hier die... Nein, die sind unter mir. Sehr schön. Okay, einer muss dir rechts sein. Ja, ja, ja. Ich hab dich doch gesehen, mein Freund. Noch einer ist hier noch. Wo bist du? Wahrscheinlich ganz hinten in der Ecke. Ja. Natürlich. Herzerweiterung. Jetzt haben wir die Herzen voll, Leute. Wir haben die volle Lebensenergie. Ist das nicht toll? Ich mag sowas. So. Wie viele Gegner haben wir hier? 17. Das ist viel. Okay. Panz, 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 Panz. Ach. Alter, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Immer erst eine Etage säubern, bevor wir runtergehen. Aua, aua, aua. Okay, du bist weg. Alles schon wegpanzen. Und weiter geht's. Super. Ah. Also, wie gesagt, die Kämpfe sind in diesem Spiel jetzt eigentlich nicht das Kernthema oder das, was das Spiel so besonders machen. Es ist für mich eigentlich eher die Story, die das Spiel irgendwie besonders macht. Beziehungsweise die Themen, die das Spiel antreibt. Weil das Kämpfen ist simpler Button-Mesh-Kram, wie man gerade sieht. Obwohl ich gerade nichts treffe. Okay, das war schon der letzte Gegner hier. Ging aber fix jetzt hier.
So, jetzt muss ich kurz überlegen. Okay, alles richtig. Okay, okay, okay. Ich muss gleich da oben runter platschen. Nämlich. Was? Ach so, hier geht's runter. Und da war's das schon, Leute. Hier ist die letzte Steintafel. Okay, haben wir doch diese Steintafel noch in diesem Part geholt. Und bevor ich die Steintafel einsetze, werde ich nochmal offscreen nachgucken, ob ich tatsächlich im letzten Raum der fünften Steintafel auch alle Gegner besiegt habe. Weil, wenn ich jetzt gleich das aktiviere, kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurück an diese Stelle. Ich trete noch ein. Oh, okay, alles richtig. Ich dachte, jetzt hätte ich keine Chance mehr, irgendwas zu tun. Ich begebe mich nochmal schnell nach unten. Und ich verabschiede mich bereits jetzt. Und sage, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir den Boss der Pyramide machen. Und dann beginnt schon fast das Finale des Spiels. Also ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.